Haben Sie schon einen Weihnachtsbaum? Der große Weihnachtsbaumverkauf der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume startet am Freitag um 8 Uhr am Turmbaumarkt im Gewerbegebiet Seidewinkel. Genossenschafter bekommen Rabatt und wenn das Auto zu klein ist, den Baum durch den Genossenschaftslieferservice sogar nach Haus gebracht. Um 10 Uhr lädt am Freitag der Nachbarschaftshilfeverein wieder zum Seniorenschwimmen in das Lausitzbad ein. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda startet am Freitag ab 14 Uhr wieder der Reiterkurs. Es kann ab 15 Uhr auch in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Im Natz in Hoyerswerda am Markt lädt am Freitag ab 14 Uhr die Kreativwerkstatt ein. Es kann auch in der Holzwerkstatt gebastelt werden. Im Flieshof in Hoyerswerda Altstadt heißt es am Freitag wieder Fototreff. Der Nachbarschaftshilfeverein lädt alle Hobbyfotografen ein, die ihrer Passion in Gemeinschaft nachgehen möchten. Beginn ist 15 Uhr. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda ist am Freitag wieder DJing. Kids können ihre eigene Musik auflegen und dazu tanzen. Start 15.30 Uhr. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz können Interessierte am Freitag den Theaterkurs belegen. Beginn ist 16 Uhr. Zudem gibt es auch wieder offene Angebote. Auf der Weihnachtsbühne im Lausitzcenter in Hoyerswerda gibt es am Freitag ab 16 Uhr wieder Puppentheater. Gespielt wird das Entchen im Winterwald. Die Kinder- und Jugendfarm aus Hoyerswerda übernimmt am Freitag im Center den ganzen Tag über den Einpackservice ihrer Geschenke. In Hoyerswerda öffnet am Freitag ab 16 Uhr der Taschenmarkt in der Altstadt. Es musiziert dazu das Orchester Lausitzer Braunkohle. Der Astronomische Verein Hoyerswerda führt am Freitag gleich zwei Veranstaltungen im Planetarium in Hoyerswerda am WK 6 durch. Bereits um 17 Uhr heißt es einmal Pluto und zurück. Auf einer fiktiven Reise durchs All werden die Sternbilder mit ihren Nebeln und Galaxien besucht. Wer erfahren möchte, wie eine Sonnenfinsternis entsteht oder warum Sterne selbst leuchten, der ist genau richtig. Die Veranstaltung spricht sowohl jüngere Sternkinder als auch ältere Besucher gleichermaßen an und ist als Familienveranstaltung geplant, beginnt also 17 Uhr. Die zweite Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und widmet sich dem traditionellen Thema rund um den Weihnachtsstern. Hier werden sowohl historische als auch astronomische Möglichkeiten der Deutung des Sterns von Bethlehem näher betrachtet.